In den stillen Weiten der Natur, wo das Echo der Gedanken in unseren Köpfen schwingt, beginnt unsere Geschichte. Hier, fernab von der Hektik der Welt, gehen wir auf die Reise. Tom und ich, Manu. Ein KSK-Soldat und ein Heeresaufklärer außer Dienst, verfolgt von den Schatten der Vergangenheit und konfrontiert mit dem Leiden eines 400 Kilometer Marsches in nur 8 Tagen. Ich könnte einfach nur kotzen. Ganz ehrlich, es tut unfassbar weh. Leiden ist der falsche Ausdruck, aber ich wollte, dass es schwer ist. Und es wird gerade schwer. Mit jedem Knirschen des Laubs unter den Schuhen und jedem Hauch des Windes durch die Baumwipfel spüren wir die Verbundenheit mit all jenen, welche die Entbehrung gewählt haben. Das ist Sturm. Nicht jeder Weg ist friedlich und nicht jeder führt nach Hause. Aber ihre Entbehrungen sind nicht begraben. Sie sind lebendig im Gedanken und in den Taten der Lebenden. Willkommen bei Buschwerker. Heute möchte ich euch an einer unglaublichen Herausforderung teilhaben lassen, die nicht nur physische Stärke erfordert, sondern auch mentale Widerstandsfähigkeit und Zusammenhalt symbolisiert. Als Heeresaufklärer habe ich mich gemeinsam mit einem KSK-Soldaten zusammengeschlossen, um einen Gedenkmarsch von über 400 Kilometer in nur 8 Tagen zu absolvieren. Schritt für Schritt Richtung Potsdam, Werdescher Damm, Wald der Erinnerung. Doch das ist noch nicht alles, was diese Reise so außergewöhnlich macht. Die Strecke führt durch Mittelgebirge und Ebenen bei Hitze, Kälte und Regen. Es regnet. Flüssig Sonnenschein schon wieder. Mit uns kommt alles, was wir benötigen, um zu lagern, Schlafzeug, Kälte, Nässeschutz, Verpflegung, Wasser und Elektronik. Somit kommen wir auf rund 17 Kilogramm plus minus Verpflegung auf die lange Strecke nicht zu unterschätzen. Tom ist nicht nur der Ideengeber für das Projekt, sondern auch ein Überlebender. Er leidet an PTBS, einer Erkrankung, die den Alltag zu einer ständigen Herausforderung macht und kämpft zudem gegen eine Autoimmunerkrankung. Trotz dieser extremen Hürden haben wir uns zusammengetan, um nicht nur physische Grenzen zu durchbrechen, sondern auch Vorurteile und Missverständnisse zu überwinden. Wir hoffen, dass unsere Geschichte nicht nur inspiriert, sondern auch dazu anregt, über die eigene Komfortzone herauszugehen und sich den Herausforderungen des Lebens mit Mut und Entschlossenheit zu stellen. Begleite uns auf dieser Reise, während wir nicht nur Kilometer zurücklegen, sondern auch Barrieren brechen und die unerschütterliche Kraft des menschlichen Geistes feiern. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir durch Einheit und Entschlossenheit jede Hürde überwinden können. Wir möchten uns von dem Abenteuer überraschen lassen und haben uns weder mit der Route noch den einzelnen Etappen genauer beschäftigt. Ja, wenig Hütten, also Schutzhütten und zwar gar keine. Leben in der Lage, wir machen das Beste draus. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Lasst uns gemeinsam diese außergewöhnliche Reise antreten. Wir haben eine ganze Menge Kameradinnen und Kameraden, die nicht nur gefallen sind im Einsatz, sondern auch ein extrem hartes Schicksal aus den Einsätzen mit nach Hause genommen haben. Und in diesem gesamten Rahmen möchte ich einfach dazu aufrufen, vergesst uns nicht. Was Qualität angeht, deiner Kamera dürfte ich überleben. Das kann man aber, glaube ich, nicht herausstellen. Das geht nicht im Blick zum Blick. Einen wunderschönen guten Morgen. Die erste Nacht haben wir jetzt draußen geschlafen. Es war sehr zapfig. Wir sind nur mit Poncho-Liner unterwegs. Kein Schlafsack. Und jetzt starten wir frisch in den Tag. Absolut. Stellt euch einfach einen wunderschönen Sonnenaufgang vor. Das sieht super aus. Ja. Wir haben es mit einem unheimlich netten Landwirt hier zu tun, der den Weg, den wir marschieren hätten müssen, super gut eingezäunt hat. Somit haben wir einen kleinen Umweg gemacht. Umwege erhöhen die Ortskenntnis und haben den Hügel von der anderen Seite genommen. Sehr, sehr geil aus. Ziegen. Ja, wir haben heute Nacht auf jeden Fall schon festgestellt, dass die Poncho-Liner auf jeden Fall ein gewisses Risiko birgen. Der kalten Knie. Kalte Knie ist für alte Männer schwierig. Schwierig. Wir sind ein bisschen im Plus, dadurch, dass wir gestern schon losgelaufen sind. Dadurch haben wir schon ein paar Kilometer gemacht. Warum sind wir losgelaufen? Weil wir an dem Hang nicht hätten nächtigen. Aber es war halt ein perfekter Ort, an dem wir dann genächtigt haben. Ja.
Im Kälteloch. Im Kälteloch, ja, das war vielleicht nicht so der Wahnsinn. Aber wir hatten einen windschützenden Busch, somit konnten wir uns das Aufspannen der Plane sparen. Wir haben mitten auf dem Feld gepennt einfach. Was ist das, was er damit sagen will? Genau, dann war einfach schön. War einfach schön. So, hier, das ist doch der perfekte Lagerplatz. Busch und Steine, das ist genau wie zu Hause. Und hier geht's. Busch und Steine kennen wir uns aus. Einfach ins Nichts. Also mache ich jetzt Navigation Ende, ne? Jo, Navi-Ende. Fliege einfach. In der Wiese einfach. Im Nirgendwo. An einem Berg. Auf dem Boden. Das wird sicher eine spannende Nacht. Was ist das überhaupt für ein geiles Outfit? Sexy, oder? Wie du aussiehst. Herrlich. Manuel, oh. Ey. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Super, genau. Alte Knie. Und sonst war es schön. Das, wenn dann die Füße rund sind, auch noch so schön finden, ist die Frage. Ja. Da hinten sehen wir den höchsten Berg Hessens, die Wasserkuppe, und auf der befindet sich ja eine Radarstation. Wir sind jetzt richtig hoch hier. Also man sieht das auf der Kamera. Genau. Man sieht über die Berge, über die Baumwipfelspitzen. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Bisher ist es wirklich sehr angenehm. Oh, wow, ein riesiger Mast. So, stand ja wohl. Also ihr seht schon, das Gebiet hier ist der absolute Wahnsinn. Es sieht wunderschön aus. Wir sind in einem Bergpanorama mit Radarstationen und so weiter. Wiesenfreie Flächen. Sehr, sehr, sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Was haben wir drauf? Das ist das, was wir bis jetzt marschiert sind. 3 Stunden 18, 14,3. Wir haben ein bisschen rumgetrödelt und jetzt geht's munter weiter. Richtung grob Nordosten. MKZ 3. So, wir sind immer noch im schönen Unterfranken in der Rhön und haben hier was ganz Tolles gefunden. Das ist das Biosphärenreservat Schwarzes Moor. Hier gibt es einen ganz, ganz tollen Kiosk. Und obwohl die gar nicht aufhaben, waren die so lieb und haben uns ein kurzes Getränk und einen Schokoriegel für den Manu gegönnt. Und jetzt muss ich mich ja so hinstellen, dass man nicht genau sehen kann, was ich trinke. Aber das muss jetzt einfach mal sein. Wir sind gut in der Zeit. Wir haben hier 17 Kilometer oder so ähnlich. Jetzt schon ganz gemütlich. Wir kommen gut voran, fühlen uns gut und ja. Das machen wir hier mal ganz kurz. Oh, da gönnt sich einer. Mache ich jetzt auch gleich mal 5 Minuten. Geil! Mega! Ein Dieser! Ein wilder Dieser! Super! Also einfach mal Respekt, was die Kameraden hier für uns auffahren. Das ist echt nicht normal. Toller Empfang. Toller Empfang. Dafür, dass jetzt erst Kilometer 25 quasi ist. Aber hey. Ja, ich bin gespannt, was bei Kilometer 50 dann auf uns wartet. Vielleicht eine Fregatte oder sowas. Fregatte im Fluss. Vor Anker. Super. Gell, schön, oder? Da sind wir unterwegs. In Minimesen, kann man es denn mal lesen? Ja, kann man. Okay, ja. Malerisch. Oh ja, guck mal hier. Das müssen wir nochmal irgendwie mit aufnehmen. Also es führt uns auf dieser Strecke an ganz tollen Stellen vorbei. Ich will jetzt nicht, damit man es besser lesen kann, nicht zu nah reingehen, denn da liegt der Kranz. Also wirklich schön gemacht. Eine tolle Gedenkstätte. Bisher? Wir sind schon weiter. Okay, schon, wir sind 35, schon weiter. 35, Entschuldigung. Genau. Bisher sind wir sehr zufrieden. Das kann man auf jeden Fall sagen. Bisher sind wir sehr zufrieden.
Promote können wir noch ein paar Bäcker bauen. Am Wege. Ja, also das mit dem Bäcker, also zumindest promoten, ne, dass man weiß, wie man zum Bäcker kommt. Also. Ja, das, wir hätten jetzt Bock gehabt auf so eine schöne Laugenbrezel oder so irgendwas. Oder hier so ein schönes Kürbiskernbrötchen. Blank, da braucht nichts drauf sein. Warum sind wir von der Route abgewichen, unser Navi motzt? Wir wollen immer noch was zu essen haben. Wir werden jetzt einmal eine Abkürzung nehmen. Es ist immer schlau, in fremden Gebieten Abkürzungen zu nehmen. Exakt. Da kommt man immer da an, wo man möchte. Genau. Und es ist immer kürzer, immer. Der Manuel navigiert uns jetzt mal zu irgendwo hin, wo man was essen kann. So, Manuel, was sagst du? Ich gucke mir Familienvideos an. Du guckst dir Familienvideos an. Der Auftrag war doch gerade eben ein ganz anderer. Ja. Vorsicht, Füße hoch, der kommt flach. Sind wir jetzt ja in Thüringen, ne? Ja. Das ist ja sowas ähnliches wie Torboxen. Was ist das Gegenteil von Japanisch? Nein, entspannt. Ach, herrlich. Ja. Ja, ja, ja. So, Manuel, den Berg wollte ich noch nehmen. Ja. Ist das okay? Nur wenn wir joggen. Ja, okay. Alles klar, dann machen wir jetzt Kamera aus, weil das packt die Bildstabilisierung nicht. Im Laufschritt. Marsch, marsch. Es führt mich gerade hier durch Gegenden durch Deutschland, in welchen ich schon als junger Soldat auch in Einsatzvorbereitung und auch in Weiterbildung und Fortbildung und was weiß ich, alles für ein Kram, wie man schimpfen möchte, gewisse Landstriche gesehen habe. Und auf dem Hügel oben war ich schon mal. Das ist schon, ja, auch gute 10 Jahre her. 10, 11 Jahre. Wahnsinn. Wir haben heute schon ganz gut Meter gemacht. Ne? Ja, kann man sagen. Und wir laufen das Ganze ja nicht als sportliche Leistung dahin. Ne? Der ein oder andere hat ja schon irgendwelche Kommentare unten drunter geschrieben, es wäre ja gar nicht anstrengend, 400 Kilometer in 8 Tagen zu marschieren. Ja, da mag er recht haben. Ne? Da mag er recht haben. Es ging ja auch nicht um die Anstrengung, sondern es geht ja um die Message dahinter. Es geht ja um was komplett anderes. Und mit dem Ziel, wo wir hinlaufen, also hinmarschieren, ist das ja eine Art Gedenkmarsch, ne? Und wenn wir zum Denken anregen, dann ist das für den Kopf manchmal hart und dann hoffentlich für die Füße nicht ganz so schlimm. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Die Landschaft ist weiterhin wirklich bezaubernd. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Wunderschön. Manuel, wir sind schon wieder in der falschen Richtung. Der Himmel ist dunkel und die Wolken ziehen immer weiter zu. Für die Nacht ist ein schwerer Sturm angekündigt. Draußen zu schlafen bedeutet ein großes Risiko. Ihr hört es vielleicht, es regnet. Flüssig Sonnenschein schon wieder. Gut. Ja. Jetzt wird mal ein bisschen nass. In Bayern hatten wir richtig viele schöne kleine Schutzhütten. Thüringen. Ich weiß nicht, ich habe vorhin gesagt, Thüringen ist echt toll, schaut es euch an. Habe ich in der Insta-Story gesagt. Da müsst ihr mich jetzt nochmal mit einer Hütte überzeugen, sonst können wir das nicht halten. Also müssen wir halt was bauen. Bauen wir was. Aus dem Holz, welches hier vorne liegt. Es ist äußerst gefährlich, sich während eines Sturms im Wald aufzuhalten. Herabfallende Baumteile können massive Verletzungen verursachen oder sogar tödlich sein. So Leute, wie Sie sehen, sehen Sie etwas wenig. Wir sind jetzt bei weit über 50 Kilometer und Thüringen hat tatsächlich sehr, sehr wenig Hütten. Also Schutzhütten und zwar gar keine. Aber vielleicht ist da vorne eine. Wir haben vielleicht Glück. Während eines Sturms steigen auch die Wahrscheinlichkeit von Erdrutschen und überfluteten Pfaden, was die Gefahr weiter erhöht. Aus diesen Gründen ist es unbedingt ratsam, sich bei stürmischem Wetter fernzuhalten und geschützte Orte aufzusuchen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Ja, wir suchen tatsächlich immer noch eine Hütte. Es wird immer dunkler. Vielleicht haben wir Glück. Auf der Karte war eine eingezeichnet. Dann werden wir dort gleich nächtigen. So ein bisschen aus, als wenn das erfolgsversprechend ist. Das ist auf jeden Fall ein Parkplatz da vorne. Du siehst schon eine? Ja. Absoluter Oberhammer. Schaut euch das an. 51. 51 plus gestern. Alter, ist das cool.
Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön es ist, jetzt nach 51 Kilometern einfach so eine Hütte hier vorzufinden. Und das, Freunde, ist einfach brutaler Luxus. Ne? Windgeschützt, alles geschützt. Man kann da. Es ist eben, was auch eine Rolle spielt. Wir werden heute Nacht auf jeden Fall richtig gut schlafen. Und? So, der schläft oben, der schläft unten. Schnick, schnack, schnick. Alter, vor Schönheit. Dann misst du sie, ne? Alles gut. Ich schon so oben schlafen. Dann schlafen wir oben. Mach dann. Dann rolle ich aus Versehen heute Nacht auf dich runter. Da ist noch eine Feuerstelle, aber ich glaube nicht, dass das eine legale Feuerstelle nee, ist. Nee, wir machen hier gar nichts. Wir machen irgendeine Richtung mit Feuer. Lassen wir sein, ja. Wir machen es uns gemütlich, legen uns hin, schlafen, trinken ordentlich einen Schluck Wasser. Ja. Das ist nämlich wichtig. Richtig und wichtig. Und essen noch zwei, drei Scheiben Toastbrot. Und Bohnen. Geil. Genau. Oh, bitte. Very nice. So, Leute. Wir haben Etappe 1 geschafft. Eine von 8. Ja, so wie wir halt durchkommen, ne? Eine von 8. Schneller sind, sind wir schneller. Ja, schneller sind, sind wir schneller. Sind ja nur noch 350 knapp, das ist ja schon Katzensprung. Weniger. Ich kann nicht mehr rechnen, ja. Das fällt auf. Ich konnte es auch vorher nicht. Also wir haben knappe 60 jetzt. Ja. Wenn ihr euch fragt, was es zu essen gibt, heute gibt es Bohnen mit ein bisschen Toast hier, ne? Terence Hill Style. Und ich liege hier schön auf meinem Lager. Oh, schau mal. Ich kann ja meine Blöße etwas bedecken. So, hier. Wenn das die Zuschauer erfreut. Jetzt denk mal, du bist nackt. Ich bin nackt. Ja, Recap des Tages. Bitte. Bitte was? Und bitte was? Welche Ansprache ist Deutsch? Ja, damit nichts zu tun. Ich bin altmodisch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, also Rekapitulation über den Tag. Das Erlebte mit Rekapitulieren. Mhm. Heute Morgen, mhm. Der Start war so mittel. Der war nicht schlecht. Wieso war der mittel? Aber der war auch nicht gut. Fand ich total geil. Fand's geil? Mhm. Ich fand's, wie gesagt, hallo. Weiche Wiese hinlegen, pennen. Einfach geil. Mann, Pfand hat schon Abzüge in der B-Note wegen dem Raudreif am Morgen. Ja, aber auch irgendwie war trotzdem cool. Cool war es auf jeden Fall, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das nasse Kälteloch der optimale Schlafplatz ist. Nee, was halt ein bisschen lustig war, du stehst auf, 5 Meter weiter zum Pinkeln und dir schlägt auf einmal ein warmes Handtuch an, an ja. Wärme ins Gesicht. Ne? Das war irgendwie so, was ist hier los? Andere Klimazone? Das war ein bisschin seltsam. Das war ein Aha-Moment. Okay, ich bin dumm. Scheiße. Ich wäre 5 Meter weiter oben gelegen, wäre es einfach warm gewesen. Keine Ahnung, was das war, aber das war... lustig, ja. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, bist du unzufrieden mit der Ausrüstung? Mit der einen oder anderen? Ausrüstung? Nee, ich bin da jetzt auch nicht jemand. Ich habe diese Entscheidungen alle getroffen, jetzt lebe ich mit denen so. Und dann mache ich das einfach. Ich will da gar nicht. Kein Statement, ne? Ich will da jetzt nicht hier, das ist gut und das geht besser und so. Klar geht alles, geht immer besser. Ja, klar, wir könnten auch, ja. Wir könnten auch die Zahnbürste absägen. Ja, wir können Zahnbürste absägen, ich könnte auch einen Bollerwagen hinter mir herziehen oder so einen Hammer zu ziehen, Handwagen zum Ziehen. Genau, irgend sowas, wenn ich keine Schulterschmerzen möchte. Aber am Ende des Tages, das weißt du auch, ist Ausrüstung schon wichtig, mhm. In einem gewissen Maße. Aber so das überspitzte Motto, was ich da habe, ist auch immer, ich sage, 80% Maschine, 20% Ausrüstung. Wir beide sind, glaube ich, beide Strecken mit diesem Kampfflugzeug. Der normale. Der normale, ohne Hüftgurt. Da sind wir beide mit 15, 20, 25 Kilo drinnen. Unendlich viele Kilometer mitgelaufen und da hat es auch funktioniert. Leben. Morgen wird es bestimmt ein bisschen herausfordernder als heute, meine ich. Na, wir werden halt mit so gewissen Wehwehchen, das ist aber normal. Das kennt jeder Wanderer, der ein bisschen länger wandert. Mhm. Ist ja kein Extremwandern, aber es sind halt schon größere Strecken. Mhm. Wenn wir halt morgen ein bisschen steifer aufwachen. Ja, dann machen wir jetzt noch Habi Schabi und dann. Ich bin satt. Früh fett, früh Bett. Hast du da eine Zecke? Wo? Nein. Ach so, das ist dein Penis. Schöner Display noch reingebaut. Das ist jetzt so heavy, die Welt immer. Zum Essen ist Eis. Gewitter. Was sind drin? Irgendwie. Ja, diese Hütte war wichtig, ey. Die Hütte war so wichtig. Ich glaube, das
Ja, ins Problem gemacht, auch mit herumfliegendem Zeug, ne? Übel. Ich hab ein leichtes Unglück, das war schon echt krass. Das ist Sturm. Unten jetzt festgebunden. Ah, okay. Da kam richtig auch Regen rein. Weißt du, was richtig krass ist? Jetzt muss ich auf Toilette. Ich jetzt? Ja. Tja. Ich würde es hochziehen, runterschwimmen. Das war da. Oder durch die Rippen schwitzen, das kannst du ja. Durch die Rippen schwitzen. Jetzt hat sich schon so ein bisschen entspannt, würde ich fast sagen. Ist ja heute offen. Das Gewitter hat dafür gesorgt, dass wir hier drinnen keinen Erfolg haben. Oh, bestimmt irgendwas passiert. Das letzte Raum. Sender-Empfängeranlage kaputt. Ja, das kann passieren, sondern. Ah, jetzt brauchen wir noch kein Solarpanel hinten dran hängen, ne? Nee, bei dem Wetter. Das ist nicht zu laden. Leider nein. Das ist aber das, was ich gesagt habe, was uns halt wirklich passieren kann. Ne? Also die ganze Zeit nicht einmal Strom laden können, weil wirklich das hier so krass ist mit dem Wetter. So gut. Und dann ab in die Show. Los geht's. Ab geht er, der Peter. Warum müssen die Socken immer so lang machen? Das ist, dass sie fast bis ans Knie ziehen. Ja. Ja. Macht doch Sinn. Wieso? Die haben hier so Teilkompression. Ach du Scheiße. Und was passiert dabei? Das Teil wird. Das Blut ist das quasi ein Thrombosestrumpf. Ja, aber sie haben dazwischen auch warnen, dass es gut laufen kann. Das ist quasi das Beste von aus beiden Welten. Ah ja. Das ist also ein Thrombosestrumpf für Leistungssportler. So ist das. Na dann. So, liebe Hütte, dann mach's mal gut. Heute Nacht war ein Wahnsinnsgewitter, es hat richtig stark geregnet und da war es definitiv gut, dass wir diese Hütte gefunden haben. Andererseits hätten wir sicherlich nicht so eine angenehme Nacht verbracht. War zu angenehm, wir haben verpennt. Wir haben verschlafen, ja. Es war warm, trocken, einfach schön. Jetzt ist es 7 ungefähr, das heißt, wir sind mit einer Stunde im Verzug auf dem Weg. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir die wieder rauslaufen über den Tag. Wir kommen bald in etwas flacheres Gelände, aber es dauert noch. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so bergig wie gestern. Aber es sind trotzdem noch jede Menge Hügel natürlich am Start. Ja, dann jetzt Etappe 2. 50 Kilometer Abfahrt. Ich könnte einfach nur kotzen. Ganz ehrlich, es tut unfassbar weh. Was machen die denn hier? Wir haben uns verloren.